Die russischen Truppen haben sich gegen den erbitterten Widerstand der tschetschenischen Einheiten in das Zentrum von Grosny vorgekämpft. Nach Angaben der Regierung in Moskau kontrollieren die russischen Soldaten inzwischen große Teile der Hauptstadt, darunter angeblich auch den Amtssitz von Präsident Dudajew und den Bahnhof. Die schweren Gefechte forderten offenbar auch unter den russischen Truppen große Opfer. Letzte Nacht erreichte das Inferno durch den Sturm der russischen Truppen nun auch das unmittelbare Stadtzentrum von Grosny. Alles, die ganze Stadt ist zum Schlachtfeld geworden. Leuchtraketen erhellen in den Feuerpausen das Zielgebiet, dann aber schießen die russische Artillerie und die russischen Panzerkanonen wieder. Viele Häuser unmittelbar im Stadtzentrum stehen inzwischen in Flammen. Und gegen Morgen zeigt sich, dass auch der Präsidenten- und Regierungspalast immer mehr Treffer erhält. Wo sich Präsident Dudajew aufhält, ist im Augenblick unklar. Panzer rasen die Straßen entlang, Panzer beider Seiten. In einem gnadenlosen Kampf um Straßen und Häuser wird auf alles geschossen, was sich bewegt. Die Tschetschenen, die sich in der Stadt besser auskennen, weichen immer wieder in benachbarte Straßen aus. Der russische Menschenrechtler Sergei Kowaljow, der sich immer noch in Grosny aufhält, sagte heute, dass die Opfer sich auf Hunderte und Aberhunderte belaufen. Die Opfer unter der Zivilbevölkerung sind im Augenblick gar nicht zu zählen. Ich weiß nur, sagt er, dass die russischen Panzer alles vernichten, was sich ihnen in den Weg stellt. Dieser Krieg stellt alles in den Schatten, was selbst Pessimisten vermutet hatten. Der Hass, der dadurch gesät wird, wird lange anhalten. Von den Tschetschenen wurden Gefangene gemacht. Es zeigt sich, dass die russische Armee auch blutjunge Männer direkt in den Kampf geworfen hat. Jelzins Panzerpolitik aus dem Kreml hinterlässt in Tschetschenien immer blutigere Spuren. Seine Überlegung ist heute klar. Er wollte möglichst noch während der Neujahrsfeiertage den tschetschenischen Widerstand brechen, inzwischen egal, um welchen Preis. Zu brechen, solange der Westen weitgehend schweigt oder sich allenfalls nur vorsichtig äußert. Und das, obwohl dort jeden Tag auch die Zivilbevölkerung bombardiert und zusammengeschossen wird.